Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich bin jetzt hier schon mitten im Kampf und zwar liegt das daran, weil ich vorhin den Kampf verloren habe. Also nicht den, sondern den danach, weil ich verlieren wollte, um zu testen, was da passiert. Und außerdem habe ich Absol nicht fangen können. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt verlieren wollte. Und jetzt mache ich das ganz normal. Quecksilber ist jetzt auf Level 62. Espeon ist wieder im ersten Kampf gestorben. Also an sich ist alles noch wie beim letzten Mal. Ja, bis es läuft genau alles wieder wie letztes Mal ab. Zumindest bis jetzt. Wäre natürlich gut, wenn wenn Absol diesmal drinnen bleibt. Letztes Mal hat sie selbst besiegt. Durch den Shadow Rush. Ja, das nenne ich doch perfekt. Wobei ich zugeben muss, dass ich es dumm finde, dass man sich zwischen den Kämpfen nicht heilen kann. Mach ich mal lieber auf Sharpedo aus Sicherheit. Okay, so hat sowieso nicht gereicht, was ich mit Suicune dargestellt habe. Takedown. Okay. Hab ich noch nie gehört. Zumindest nicht auf Englisch. Dass es die Attacke gibt. So, das wär's mit dem Kampf. Ich habe von dir gehört, aber du warst stärker als ich gedacht hätte. Oder habe. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Trainer das sind. Diese Laufanimation ist einfach göttlich. Du musst nirgends sein. Ich habe mich gefreut, dich zu treffen. Findest du es nicht eine große Ehre, auf dieser fabulösen Stage gegen mich zu kämpfen? Oder zu kämpfen? Ich werde dich besiegen und meine Promotion bei dem Anführer melden oder so. Ach, die hat wieder seltsame Krypto da. War das Krypto? Ah, es spielt einfach durch. Yep. Und Duster ist Krypto. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Surfer die jetzt besiegen kann. Ja, die Hälfte abzuziehen ist nicht schön. Ich kann Surfer machen und ich werde mal, habe ich überhaupt noch einen Beleber? Einen. Okay, setz dich einfach rein. Okay, Megani hat jetzt keinen Sinn. Ey, warum habe ich denn nochmal Surfer gemacht? Okay, ich habe kurz im Internet, oder mehr oder weniger kurz im Internet nachgeguckt, ob ich mir das nochmal fangen kann, und ich habe gesehen, dass wenn man das Spiel durch hat, dass man so oft wie möglich noch, also so oft wie man will, nochmal hier hochkommen kann. Also so zwingend muss ich die Pokémon jetzt hier nicht fangen. Kann ich ja offscreen oder so nachholen. Das ist nicht gut, ich könnte gefeuert werden. Ich hätte eigentlich direkt mal nachgucken können, wie viele Leute das
wie viele Leute ich besiegen muss. Oh, okay, er sagt's schon. Er ist der Letzte, gegen den ich antreten muss. Gut zu wissen. Und er hat einen Tropius. Tropius finde ich eigentlich ganz cool. Ah, Surfer ist jetzt nicht. Ach, Boden. Boden auf Flug funktioniert ja weniger, ne? Mal gucken, ob ich mir das fangen kann. Ich denke mal ja nicht. Ja, Magical. Oh. Dass Quacksalber besiegt wird, war schon fast klar. Ich sehe gerade, dass ich gar nicht mehr so viele Pokémon habe. Ist ja diese Pflanze Gestein. Nee. Wenn ich hier sowieso nicht weiß, was ich einsetzen soll, dann nehme ich doch einfach den Überball. So, das wird jetzt interessant. Ist halt nervig, dass man in solchen Kämpfen dann noch extra die Pokémon fangen muss. Wenn das schon so der okay, nicht finale, aber fast finale Kampf ist, dann ist es dumm, dass ich mir jetzt hier noch extra die Pokémon fangen muss. Gucken wir mal kurz. Speed 75, okay, kann ich vergessen. Hätte mir vielleicht gedacht, nochmal Synthese einzusetzen. Ach, der hat 4 Pokémon. Vielleicht bleibt's ja drin. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, jetzt ist es tot. Ist mir aber auch egal, um ehrlich zu sein. Oh, Typ Gift. Okay, jetzt die Frage. Ich will trotzdem erstmal Quaddily rausnehmen. Wie man das ausspricht. Und Noctuska hat er noch. Noctuska ist natürlich gefährlich für Obsidiana. Full Restore. Nee. Selbi müsste reichen. Yep. Ich müsste eigentlich mal diese Krypto-Pokémon in meinem Team mal lösen. Return ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Ich meine, Psyana habe ich jetzt schon seit Anfang an dabei. Müsste sich eigentlich ganz gut angefreundet haben. Kraft, es ist
It's Beyond Unreal. Keine Ahnung. So, was geht jetzt ab? Muss ich jetzt ernsthaft gegen ihn kämpfen? Bravo, bravo, gut gemacht. Warum wirst du nicht ein Cypher Show Battle Trainer? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich werde dafür sorgen, dass du ein Topstar in keiner Zeit wirst. Oder in kurzer Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Vorschlag mache, aber ich glaube, ich bin nicht so großherzig. Ich werde dich jetzt im Kampf zerstören. Du wirst die Demütigung von totaler Dominierung über diese Court bekommen oder so. Ja, ich denk mal, den Sinn hat man jetzt. Okay, was mache ich mir vor? Den Sinn hat niemand verstanden. Naja. Ach, meine Pokémon sind voll geheilt. Na dann. Ich dachte schon nicht. Also, wenn meine Pokémon jetzt nicht geheilt wurden, dann hätte ich. Für Gardevoir habe ich sogar ein bisschen mehr Angst. Wenn ich speede, merkt man das nicht mal. Was mich gerade wundert ist, warum Surfer jetzt ignoriert wurde. Gigatwain! Bis auf Xatu und. Doch, er macht bis auf Xatu und Return of Gardevoir. Okay, Special Attack Race bringt ihm eher weniger. Aber nicht, dass er noch ein Krypto hat. Ah, jetzt tut er Blaziken raus. Übertrank. Ja! Als ob. Ich habe mir den Kampf irgendwie gerade schwieriger vorgestellt, also bisher bin ich jetzt noch nicht so überzeugt. Also dafür, dass er so große Reden schwingt. Ich weiß ja nicht so recht. Okay, Varisa ist noch eine Herausforderung. Hat der 6 Pokémon? Yep. Sein Krypto hat er noch in der Hinterhand wahrscheinlich. Attract. Auf. Psyana, leider. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Jetzt ist ein Krypto mit Valreiser drin. Metagross ist ein Krypto-Pokémon. Warum gerade Metagross?
Noch so. Jetzt muss nur Espion treffen. Ach Mist. Zurückgeschreckt, perfekt. Soll ich das Risiko eingehen? Naja, wenn ich es mache, dann ist es raus. Okay, jetzt gegen Ende wird es vielleicht doch schon mal etwas schwieriger noch. Gut. Ich will erstmal die zwei Reißer rausnehmen. Habe ich einen Eisheiler? Eisheiler. Gut, weil Reißer schon mal raus. Hab ich mir schon gedacht, dass es nicht so viel abzieht. Jetzt fange ich an mit Hyperbälle werfen. Ah, Mist. Ach, es ist Shadow Rush ein, bitte. Okay, jetzt ist die Frage, ob ich... Perfekt. Na, no, das kann nicht sein. Das kann nicht passieren. Was? Ha, es ist nicht vorbei. Ne, komm, wir sollten kämpfen. Genug. Blamier dich nicht, Nesco. Sir, ich bitte um Ihr Verständnis oder so. Was ist los, Nesco? Entschuldigt sich? Ich dachte, er ist der Boss. Oh Mann. Das war echt... Oder, nein, nicht, oh Mann. Das war echt ein Battle, was man sehen musst. Musste. Ich werde ehrlich mit dir sein. Ich hätte niemals gedacht, dass du so weit kommst. Hä? Bürgermeister, warum bist du hier? Oh Mann, verstehst du es immer noch nicht? Du bist so ein unschuldiges Kind. Auf der einen Seite bin ich der Bürgermeister von Fenag und auf der anderen bin ich der geheime Boss von Cypher. Ich bin Avis und ich will die Welt regieren. Wie kannst du es wagen, dich in unsere Angelegenheiten so einzumischen? Ja, ich sag mal, das war's mit dem Part. Geht schon 23 Minuten jetzt und dann tschüss.